Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge Infinity und ich habe jetzt hier das Dungeon mal fertig gemacht, ja, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, aber ja, das hat auch dann gar nicht mehr so lange gedauert, muss ich sagen. Es ging also ja doch relativ schnell Richtung Ende und ich weiß auch nicht, wir sind eigentlich letzte Folge schon weitergekommen, als ich dachte. Also ja, ich hatte ja dann schon die vorletzte Etage oder irgendwie so oder die vorvorletzte. Und in den weiteren Etagen war dann auch gar nicht mehr so viel, ne? Und der Boss war diesmal auch nicht so schwer. Und ja, hier seht ihr jetzt übrigens mal, was ich so noch gefunden habe, ne? Hier sind noch ein paar Lootbags. Da kann ich ja noch mal reingucken. Ah, na gut. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Aber ja, ich habe mal alles hier reingetan, was ich einfach auf der Erkundungstour mit hatte. Und das können wir dann gleich mal hier eventuell verteilen, beziehungsweise ich lasse es erstmal drin, ne? Also ich würde jetzt erstmal an der Stelle noch eigentlich mein Inventar frei halten. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir? Also eigentlich möchte ich weiter erkunden, ne? Und da können wir jetzt erstmal einen Spot suchen, was ich vielleicht ganz gut fände. Und ja, ich hoffe mal, dass wir was finden heute. Denn ja, es kann sein, dass es laggt und so weiter und so fort. Das ist natürlich blöd. Ja, und mit Bauen weiß ich nicht. Ich habe mir zwar schon mal Sachen zurechtgelegt, so zum Bauen, aber die kann ich ja mal alle in die Kiste hier tun, ne? Und dann nehme ich das einfach alles hier raus, gebündelt und habe das dann zur Hand beim nächsten Mal und kann direkt loslegen im besten Fall, wenn ich weiter baue. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich ein paar Folgen noch erkunden will jetzt in nächster Zeit. Und ich würde sagen, diese Folge auf jeden Fall gucken wir nochmal rum. Ja. Obwohl ich dann demnächst auch mal wieder gerne Abwechslung hätte, also mit Bauen und so, aber ja, ich will jetzt nicht wieder zum Bauen zurückkehren und dann nur noch bauen, ne? Hatte ich ja auch gesagt und deswegen, ja, mache ich ja nochmal einen kleinen Ausflug, ne? So, ich hoffe, ich habe alles dabei. Wahrscheinlich fällt mir hinterher wieder viel mehr auf. Ja, warte mal, Essen könnte ich tatsächlich noch mitnehmen. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los, ey? Genau das meine ich mit diesen Scheiß-Lags, ja? So. Am besten, ich habe hier so TP-Points oder so, dass ich mich teleportieren kann. Das wäre, würde einiges erleichtern, Alter, weil das habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, ja, diese Folge. Ich weiß nicht, ob, nee, die Top-Attack-Folge kam noch nicht, wo ich mich so aufgeregt habe über Lags, aber die seht ihr dann auch noch, ey, die war schlimm. Naja, so, dann gucken wir mal hier, wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Ach ja, Essen, da war ich schon richtig. Denn das hier kann ich auf jeden Fall nutzen, ne? Und im nächsten muss ich auf jeden Fall mal das Feld oben ernten. Das wäre mal wichtig. Ja, mal gucken, ob das klappt. Ja, jedenfalls bin ich wieder an meinem Laptop online, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es am Laptop liegt, dass es so laggt, oder generell an dem Modpack oder an Aternos wohl eher, ne? Denn neulich lief es ja auch ganz gut auf dem Laptop, ne? Da hatte ich eigentlich keine Probleme und deswegen bin ich gerade schon wieder so ein bisschen verwundert. Und enttäuscht eigentlich auch, dass das hier nicht geht, ja. Ja, was ist das denn? Jetzt stürzt das einfach ab. Ich glaub's nicht. Also das ist ja auch unnötig, oder? Dass gleich das ganze Spiel abstürzt. Also es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht. So, ich hoffe, das war jetzt ein einmaliger Zwischenfall, sodass ich hier zumindest noch ein bisschen was schaffen kann. Ansonsten kann ich echt nur noch bauen. Da kann ich nicht mehr erkunden in den Folgen, wenn ich hier aufnehme. An dem Laptop. Ja, geht halt irgendwie nicht anders, wie es aussieht. Ey, vor allem merke ich schon wieder im Voraus, wo es laggt, ne? Und so. Also ich spüre das schon so. Weißt du, und wenn es so weit ist, dann weißt du, okay, du bist am Arsch. Ey, ich weiß nicht, warum das bei mir immer wieder so ist, warum ich immer wieder so dumme Probleme habe. Ja. Es ist so unnötig, es ist so unnötig, ja. Ich hoffe, der Turm ist noch nicht erkundet. Den könnte ich nämlich jetzt noch erreichen. Alles andere ist mir jetzt zu weit weg und zu, ja, viel. Ich weiß nicht, ich mache auch irgendwie nur Battle Towers, ne? Aber ja, man sieht auch nichts anderes. Also, ihr habt es ja jetzt auch gemerkt, ne? Irgendwie, gibt es sonstige, Sachen selten. Also, ich weiß nicht. Und deswegen würde ich jetzt auch einfach mal fortfahren damit, ne? Jetzt habe ich natürlich, na gut, doch Erde habe ich sogar dabei. Oh, jetzt höre ich sogar die Sounds, aber nicht über mein Mikro. Das ist nämlich hier alles ein bisschen anders bei dem Laptop, ne? Ich habe mir zwar jetzt mal so einen Adapter gekauft, Adapter, so dass ich eigentlich Mikro und das andere, also die Kopfhörer an sich, ja, alles gleichzeitig einstecken kann, denn ich habe ja hier nur einen Anschluss am Laptop, ne? Muss dann immer wechseln, entweder Kopfhörer oder Mikro. Und mit dem Adapter wollte ich eben das lösen, dass ich beides gleichzeitig nutzen kann. Geht aber jetzt doch nicht.
Also wenn ich das da nutze, diesen Anschluss, dann ja, denkt der PC immer noch, dass ich entweder nur Kopfhörer oder nur Mikro ausgewählt habe. Also ich kann das auch wechseln, ne, wie ich will, aber eben nicht beides gleichzeitig aktivieren, und das ist halt das Problem. Und deswegen bringt mir der Adapter so gar nichts, ne? Jetzt bin ich auf dem gleichen Stand wie vorher. Ich dachte mal, dass ich mal was gekauft habe, was was bringt, ne? Ja, habe ich wieder 6,50 € hier verschwendet. Naja, aber ich muss es ja nicht gleich wegschmeißen. Vielleicht brauche ich es ja doch irgendwann mal. Trotzdem ist es auch wieder eine Sache mehr, die dann rumliegt und was weiß ich. Naja, aber was willst du machen? So, jedenfalls, ja, geil, ne? Alter, jetzt baue ich erstmal die Spawner ab. Ganz ehrlich, die braucht kein Mensch. Also, am besten immer direkt abbauen, wenn es geht. So, dann hier das. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen viel Zeug mitgenommen. Die Strings behalte ich mal, aber den Rest brauche ich nicht. So, genau, da wollte ich noch ein bisschen drüber reden, über mein Zeug. Also, ja, ich habe jetzt auf Twitter mal was gelesen, ne? Und zwar so ein Tweet von der Deutschen Bahn. Und die haben jetzt so eine 3-monatige Testphase tatsächlich entwickelt von ihrem Support-Account, dass sie die Leute duzen. Ja, und das finde ich eigentlich mal einen interessanten Test. Allerdings gibt es da wieder viele Gegenstimmen und viele Leute, die irgendwie meinen, aufmucken zu müssen oder so, und die das wirklich auch ernst meinen. Gut, bei manchen weiß man es nicht, ob sie es ernst meinen, aber manche, die regen sich einfach so die ganze Zeit drüber auf, so, nein, ich möchte nicht geduzt werden, ich möchte gesiezt werden und so weiter, ne? Die sind irgendwie, weiß ich nicht, die sagen immer, boah, ich bin hier erwachsen, ich bin 35, ich will hier mit sie angesprochen werden, weil es ist so dumm eigentlich. Wie kann man sich über sowas so aufregen? Ich meine, es ist ein fucking Twitter-Account, und zwar einfach nur so ein Support-Account, ja. Das ist ja nicht mal jetzt irgendwie, ja, so ein richtig offizieller, ja, wie sagt man? Oh, jetzt ist das wieder abgestürzt. Auf jeden Fall soll das ja eigentlich so ein kundennaher Account sein, ne? Und ja, man will sich ja auch so ein bisschen auf Augenhöhe fühlen. Deswegen ist das eigentlich immer schon eine ganz gute Methode, wenn die dann anfangen mit solchen Methoden, mit Duzen und so, ne? Und ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich da nichts dagegen und habe da auch nichts zu meckern, weil ja, ich persönlich bin es halt gewohnt, mit du angesprochen zu werden. Wahrscheinlich ist man das nicht mehr gewohnt, wenn man älter ist, ne? Wenn man jetzt ja irgendwie 40, 50 ist, oder manche, die haben geschrieben, sie sind 70, aber das kann man dann manchmal auch nicht glauben, weil die dann so ein bisschen das so schreiben, als würden sie schon trollen, ne? Ja, auf jeden Fall ist es trotzdem so, dass man wahrscheinlich, wenn man älter wird, irgendwie so denkt, nee, ich muss jetzt gesiezt werden, ne? Das geht gar nicht anders. Sonst, wenn Fremde mich duzen, das geht gar nicht, ne? Und das verstehe ich aber nicht. Warum ist das so? Ja, na gut, das hat sich heutzutage natürlich eh geändert. Also wahrscheinlich wird die heutige Generation auch in dem höheren Alter dann keine Probleme damit haben. Aber jetzt eben ist es noch so. Und ja, irgendwie nervt mich das, wie man da so verbissen sein kann bei so einem Account, ne? Und das so ernst nehmen auch. Ich meine, es ist jetzt nicht, es ist doch jetzt nicht so schlimm, weißt du? Das kreuzt halt durch Twitter und wirst halt geduzt, so mein Gott. Und vor allem sprechen die ja meistens auch nicht dich selber an, sondern ja, erstmal die Allgemeinheit. Gut, natürlich die Antworten, die sie geben, da ist es natürlich klar, aber trotzdem, ich finde das so einfach lockerer und es, ja, bessert eigentlich so ein bisschen das ganze Gefühl. Und wie gesagt, so dieses, dass man auf Augenhöhe ist und dass die auch quasi dadurch besser eingehen können auf die Wünsche des Kunden und so, ne? Also ich finde das schon sinnvoll eigentlich, sowas zu machen. Und ja, vor allem für Jüngere, das jüngere Publikum, wirken sie dann erreichbarer auch, und in gewisser Weise haben dann die Leute auch mehr Motivation, vielleicht denen zu schreiben, weil sie ja denken so, ach, naja, die duzen dich, ne? Da sind sie bestimmt gut drauf oder so, oder bestimmt antworten die dann was Ordentliches oder weißt du so, weil so denken ja viele Jüngere. Und deswegen finde ich das schon eigentlich eine ganz gute Sache, ja. Aber ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr dazu denkt, ne? Und ja. Alter, das gibt's nicht. Das ist jetzt das dritte Mal mit einem Absturz. Ich komme jetzt noch einmal kurz drauf, mache ein Thumbnail und bin weg. Das gibt's doch nicht.
So, also heute ist es wirklich mit Abstand am schlimmsten. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Oh shit, jetzt habe ich zwei Screenshots gemacht, aber egal. Ja, das ist ja absolut nervig und keine Ahnung, warum das so plötzlich kam, aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich hoffe mal, dass es beim nächsten Mal wieder klappt, aber jetzt sage ich erstmal danke fürs Zusehen und ja, tschüss, habe ich wieder viel Arbeit beim Schneiden. Geil.